Hallo ihr Lieben, heute ein kurzes Video zum Thema Sport. Einige Frauen hatten mich angeschrieben, dass sie nicht so viel Sport für Zeit haben, dass sie nicht so viel Zeit haben fürs Training. Ich will euch einen kleinen Tipp mitgeben. Fangt klein an, macht euch jetzt nicht viel zu große Pläne. Anfang des neuen Jahres werde ich, keine Ahnung, jeden Tag ins Training gehen, sondern mit kleinen Schritten wirst du, hatte ich im letzten Video auch schon gesagt, mehr Erfolge erzielen. Plank zum Beispiel, diese Übung strafft unter anderem Bauch, Brust, Schultern, Hüfte, Oberschenkel. Also es ist wirklich für den gesamten Körper, weil du musst mit deinem Unterarm das gesamte Gewicht deines Körpers halten. Ja? Ich kann euch nochmal ein Bild einblenden. Anfangs ist es schwierig für die Menschen, die jetzt nicht so sportlich sind, aber wenn du jeden Tag dran bleibst, es mal auszuprobieren, mal für eine Sekunde halten kannst, steigerst du damit ja schon mal deine Muskeln. Und unser Körper ist so schlau, wenn der angetriggert wird, fängt er an, es ist wie so ein Befehl, ich muss jetzt stärker werden, damit sie mich tragen kann. Und dein Körper wird dran arbeiten. Wenn du natürlich nur einmal die Übung machst und dann nie wieder, passiert nichts. Aber wenn du jeden Tag dran bleibst, immer mal für ein paar Sekunden die Plank zum Beispiel hältst, macht das schon ganz viel aus. Das ist natürlich besser. Also warum sage ich das? Ich möchte jetzt nicht ankommen und sagen, ey, es ist schon gut, wenn du dreimal die Woche trainieren gehst, mach HIIT-Übungen. Ey, wenn du weißt, dass du es nicht machst und wenn du weißt, ich habe keinen Bock, ich habe keine Zeit, was auch immer, dann versuch's morgens und abends diese Plank zu machen und Liegestütze zu machen. Es muss auch nicht abends und morgens sein. Guck, dass du es mindestens einmal am Tag machst. Zum Beispiel die Liegestütze. Das kannst du auch mit deinen Kindern machen. Da haben sie oft Spaß dabei, wenn du Kinder hast. Zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen, alle auf dem Boden und ich mache mal jetzt so viele Liegestütze, wie es geht, auf die Knie, je nachdem, wie weit fortgeschritten und fit du bist. Es reicht, glaubst es mir, wenn du nur eine Liegestütze pro Tag machst. Und das machst du 365 Tage. Und du wirst sehen, wenn du es wirklich jeden Tag machst, nach 10 Tagen schaffst du schon zwei, drei. Und nach einem Monat, nach 2 Monaten schaffst du schon 10. Und nach einem halben Jahr schaffst du schon 20. Ich hoffe, du fängst gerade, was ich dir sagen möchte, dass du in kleinen Schritten anfängst. Plank zum Beispiel macht so viel mit dem Körper. Das macht echt sowas. Ist unglaublich. Guck, dass du auch das machst. Mach's immer zusammen. Zum Beispiel morgens, wenn du aufstehst, das allererste direkt auf dem Boden. Ich mach's direkt neben dem Bett. Erstmal Liegestütze. Und danach direkt daraufhin die Plank. So lange, wie ich gerade Bock habe, und dann stehe ich auf und es geht weiter. Und dann zwischendurch im Alltag mache ich das auch nochmal oft. Ich versuche es immer zweimal am Tag zu machen. Ich schaffe ich auch nicht immer. Oder manchmal vergesse ich es oder ich habe auch keinen Bock. Aber wenn du das regelmäßig machst, ich sehe bei mir, dass sich diese Zeiten verbessern, dass ich immer mehr Liegestütze machen kann, dass es mir leicht fällt. Warum? Weil mein Körper sich daran gewöhnt hat. Nicht, weil ich schlau bin, nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich so toll bin. Der Körper gewöhnt sich an alles. Und das möchte ich dir mitgeben. Dein Körper gewöhnt sich an alles. Er gewöhnt sich daran, sich nicht zu bewegen, aber er gewöhnt sich genauso daran, sich mehr zu bewegen. Es wird dich nicht noch schlapper machen, es wird dich nicht noch mehr. Ja, ich will nicht sagen, es wird dich nicht mehr Kraft kosten. Natürlich kostet es dich Kraft, aber die bekommst du an Energie später zurück, weil du straffer wirst am Körper, weil du einfach mehr Energie hast. Ja, die Muskeln arbeiten für dich, die helfen, dass weniger Fett im Körper ist. Also mach die Plank, mach die Liegestütze, guck, dass du es, wenn ich jetzt sage, mach es jeden Tag, kommen dann einige und sagen, nee, aber man braucht eine Pause. Mach es jeden Tag, versuch es jeden Tag zu machen. Es werden immer Tage sein, wo du es nicht schaffst. Deswegen nimm dir vor, es jeden Tag zu machen und an den Tagen, wo du es nicht schaffst, ist es dann deine Pause. Okay, meine Liebe, ich wünsche jedem Einzelnen da draußen jetzt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.